Einen wunderschönen guten Abend, liebe Medienvertreter, und herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz im neuen Jahr nach unserem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters. Ich begrüße an dieser Stelle wie immer auch die beiden Cheftrainer Jason O'Leary auf Seiten der Gäste und natürlich unseren Headcoach Pavel Groß. Und auch heute Abend übergebe ich das Wort als erstes dem Gästetrainer, Herr O'Leary. Danke. Herzlich willkommen an alle und herzlichen Glückwunsch an Pavel und seine Mannschaft. Das war ein schwieriger Kampf heute Abend, wir haben das gewusst. Es ist eine starke Mannschaft, ein starker Gegner. Und mit unserer Situation, mit den Spielern, wie viele Spiele wir haben, ist es im Moment ein bisschen eng bei unserer Mannschaft. Aber wir haben trotzdem gekämpft. Das war knapper als, glaube ich, die würden das Magen hier, aber das war ein guter Kampf und ich glaube, wir hatten unsere Chancen, vor allem in den Anfangs, zweiten, dritten, wir haben gute Chancen gehabt. Anders hat einen guten Job gemacht, vor allem die Verteidiger von Mannheim hat sehr stark die Scheibe weggenommen und das Powerplay war wieder eine katastrophische Sache für uns. Aber trotzdem, wir haben gute Einsatz bekommen von ein paar jungen Spielern. Tobi Schmitz hat sehr gut gekämpft für uns. Natürlich hat Jeneki ein starkes Spiel gemacht und das geht weiter für uns am Sonntag. Vielen Dank, Herr O'Leary. Pavel, dein Kommentar. Ja, danke, guten Abend. Erstmal vielleicht ein bisschen nachträglich, aber doch gutes neues Jahr, viel Gesundheit und viel Erfolg. Wir sind, ehrlich zu sein, sehr froh, dass wir die drei Punkte gewonnen haben, das Spiel gewonnen haben, weil wir haben jetzt gerade fünf Spiele gehabt eigentlich, wo wir entweder Spiele verloren haben oder gewonnen, aber nur nach Verlängerung oder Shootouts eigentlich quasi. Und es ist wieder gut, dass man wieder nach drei Punkten, nach 60 Minuten gewinnt und das war überhaupt nicht einfach. Ich glaube, für mich war der Spieler des Tages der Dennis eigentlich, weil der hat auch, wie schon erwähnt, im zweiten Drittel eigentlich zwei, drei sehr gute Chancen eigentlich pariert. Sehr viele Chancen, die heute passiert sind, sind wieder eine Backcheck. War ich nicht so hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen, mit dem Backcheck, vor allem mit einer Reihe. Gleichzeitig ist auch wichtig, dass wir das letzte Drittel gewonnen haben. Das war schon gut. Am Ende hat man gesehen, dass man den Sieg unbedingt wollte. Wir haben da drei, vier Schüsse wieder geblockt, eigentlich sauber geblockt. Und das zeigt die Stärke und Charakter der Mannschaft. Wichtig ist, dass ich auch zwei Sachen erwähne. Ich meine, klar, wir haben gestern erfahren, dass der Plachty und Nico noch krank sind. Wir haben genauso ein bisschen Probleme gehabt wie Iserlohner, was das angeht, aber ich glaube, die vierte Reihe hat einen überragenden Job gemacht eigentlich mit Lampe und mit Mo und mit Pierre da. Ich glaube, die haben 90% in der offensiven Hälfte des Gegners eigentlich, also offensive Hälfte gespielt, sehr einfach gespielt und das hat eigentlich super Energie reingebracht. Und ich sage immer, wenn wir kurze Bank haben oder wenn die Big Guys einfach weg sind, dann erwarten wir von den anderen natürlich auch, dass sie auch ersetzen. Und das hat der Rexy heute gemacht. Er hat zwei Tore geschossen heute. Und da muss ich sagen, ist auch Gewinner des Tages heute. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Und wir nehmen die drei Punkte ganz gerne. Und muss man aber weiter marschieren. Danke. Danke, Pavel. Gibt es Fragen an die beiden Coaches? Ja, Pavel, du hast schon erwähnt, dass Nico und Matthias jetzt heute gefehlt haben. Gibt schon eine Aussage dazu, ob sie am Sonntag dann wieder fit sind, weil sie ja krank sind? Wir gehen davon aus, dass beide nicht spielen werden. Weitere Fragen? Nicht. Dann unseren Gästen eine gute Heimreise, viel Erfolg für die kommenden Spiele und wir sehen uns am kommenden Donnerstag wieder, 9. Januar um 19.30 Uhr hier zu Hause gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao.